Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Tiny Tina's Wonderland. Ja, wir sind in den Sümpfen und suchen ein Baden, aber wir gehen erstmal mit den Lumpfinen reden. Ja, wir werden wohl auf Schlümpfe treffen. Die werden bestimmt aussehen wie Gnome. Gehe ich mal ganz stark von aus. Marvin haben, oder Melvin? Melvin, glaube ich, hieß er. Haben wir besiegt. Was ist das? Gribbelrotz. Cool, Gribbelrotz, das habe ich echt gerne. Hallo? Ja, ich verstecke mich ja schon hier. Ich kann viel besser, wenn es so geht. Geht viel besser so. Durch meine finstere Hand. One shot. So, hier haben wir uns ja eigentlich schon so gut wie überall umgeguckt. Klar kriegen wir immer wieder ein bisschen Munition und so. Und gab es aber. Ich meine, ich muss auch nicht in jede Munitionskiste gucken. Wir müssen jetzt mit Schlumpfine reden. Na weg! Voll eklig, diese Zombie-Pilze sehen mega eklig aus. Weg da! Weg da! Ich brauche meinen Freiraum! Hey. Hallo, Fremdling! Ich fürchte, ich kann nicht bleiben, um dich gebührend zu begrüßen. Aber ich bin Frau Königin Lumpfine und schrecklich entzückt von deiner heldenhaften Persönlichkeit. Ich bin gerade auf dem Weg zu einer Mission, aber wenn du uns helfen willst, sprich mit dem alten Lumpf. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, Fremdling, ich muss mich an die Truppen wenden. Passt gut auf, ihr Lümpfe. Die Mission, zu der wir uns aufmachen, ist eine große Gefahr. Dieser böse alte Griesgram von einem Zauberer hat unseren Mitlumpf entführt. Aber wir werden ihn befreien. Folgt mir, meine Lümpfe. Zu Befehl, meine Frau Königin. Wir werden euch bis zum Tod verteidigen, Frau Königin. Und haltet eure lumpfigen Augen nach den Infizierten offen. Heute werden wir nicht gefressen. Okay. Infizierte. Die machen trotzdem Party. Nur zu leicht verlaufen. Wir sind noch am Leben. Und das heißt, oh, hier scheint noch gekämpft zu werden. Hier sind überall Truhen und Heilung und so ein ganzen Kappes. Naja, egal. Das Leben ist doch sowieso sinnlos. Ah, du musst deine Trauermine auf den Kopf stellen, mein Freund. Und daran arbeiten, positiv zu denken. Okay. Ich denke positiv, dass wir alle sterben werden. Ich habe solche Angst. Was sollen wir nur tun? Diese ganze verlumpfte Situation. Das wird unser Ende sein. Diese ganze verlumpfte Situation. Oh. Ach da! Du siehst aus wie jemand, der vor keinem lumpfigen Kampf zurückschreckt. Was für ein toller Anblick für meine alten Augen. Denn wir haben hier in der Gegend jede Menge lumpfigen Ärger. Und alle unsere Kämpfer befinden sich in der vorgeschobenen Operationsbasis und versuchen, unser Dorf zurückzuerobern. Hast du schon von den Blauen gehört? Ich habe von Dingen gehört, die dich in den Wahnsinn treiben würden. Aber davon nicht. Sie waren mal unsere Artgenossen. Aber dann haben sie sich mit irgendetwas infiziert. Alter Lumpf! Sie kommen! Oh oh. Wie aufs Lumpfwort. Du wirst es wohl gleich selbst sehen. In Deckung! Die Blauen kommen! Aua, aua. Oh Gott, das sind wirklich Schlümpfe. Steig hinab in die Finsternis! Gott, sie sind viel zu klein! Ist ja ekelhaft, dieses kleine. So, du gehörst zu mir. Ist ja furchtbar, Alter, die sind so klein. Wer
Blau, ja. Ich meine, die kriegen, die halten echt nicht viel aus, ne? Aber sind irgendwie auch ein bisschen schwer zu treffen. Ich helfe dir, keine Angst, Kumpel. Hier wird nichts passieren. Auch wenn wir sie alle easy mit dem Nahkampf erledigen können. Danke. Ah, die ist lumpig. Der Magietank ist wieder voll. Es ist eine verlumpfte Schande, seine Artgenossen auf diese Weise zu töten. Aber soweit wir wissen, gibt es kein Heilmittel für die Blauwut. Hirnilumpf hat an einem gearbeitet, bevor er von Gurgelrotz erwischt wurde. Wo wir gerade dabei sind. Lumpfine wollte den Schlauberger retten. Sie hätte sich längst melden müssen. Könntest du nachsehen, ob es meiner Frau Königin gut geht? Ich muss mich um die anderen Lymphe im Lager kümmern und sicherstellen, dass niemand gebissen wurde. Sei vorsichtig da draußen. Gurgelrotz ist ein gemeiner Kerl. Der andere hieß Gargamel. Ich versuche gerade irgendwie da herauszufinden, ob das zusammen... Bin ich in Schwierigkeiten? Gurgelrotz hat meine Königinnenwache getötet und jetzt ist er... Es ist alles in Ordnung. Uns geht es hier echt gut. Wir trinken nur Tee und reden über unsere Gefühle. Das ist ja das Schlimmste. Ich hätte echt gedacht, dass alles gut wäre, aber über Gefühle reden? Nein, danke, lass mal stecken. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Nicht wirklich interessantes Zeug. Okay, Lumpfine, wir kommen zu deiner Rettung. Ich habe die ganze Zeit voll aufs Schild geballert, ne? Das hat ja sogar die Schildballergeräusche gemacht. Neue Waffen, aber... Keine sexy Waffen. Lumpfine, ich komme. Ja. So endet deine winzige Rolle in diesem großen Stück. Ich finde unsere Waffe gut, weil die den ausgeteilten Nahkampfschaden, Fernkampfschaden nochmal voll draufhaut. Ganzen Pilze hier, ne? Echt ehrlich. Bis ich mir was einfange, doch ehrlich. Und dann liege ich hier. Lumpfine! No Muffin Visitors. Rotzdorf. Kleinen Dinger schon wieder. Wer noch? Weg. Wer wagt es noch, meine Macht in Frage zu stellen? Ich habe gesehen, wohin du nun gehst. Ich beneide dich nicht. Kann ich so gut zielen?
ein Quartett in der Nähe? Ich könnte eine zeitnahe Rettung gebrauchen. Hallo? Hirnilumpf! Sieht man, du hast eine Brille auf. Alles, was eine Brille hat, ist voll der Hirni. Das klingt auch ein bisschen falsch. Weil Hirni aus unerfindlichen Gründen eine Beleidigung ist. Es ist eine Beleidigung, wenn man Intelligenz hat. Ja, ich bin gleich da. Ich muss Geld und so. Du hast meinen Dank. Ach, du dumme kleine Lymphe. Wenn ihr eure geliebte Frau Königin retten wollt, kommt ins Dorf. Oh, mir gefällt der Klang dieses ominösen Kicherns nicht. Das ist höchst beunruhigend. Hör zu, Fremdling. Gurgelrotz hat mich gezwungen, ihm bei seinen Experimenten zu helfen. Ich hatte keine andere Wahl. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Gurgelrotz hat den Blauwut-Virus erschaffen. Das ist alles Teil seines großen Plans, die Lymphe ein für alle Mal zu vernichten. Und ich habe auch erfahren, dass es kein Heilmittel gibt. Unsere infizierten Brüder sind verloren. Alles, was wir jetzt tun können, ist es, ihnen ewigen Frieden zu bringen. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Nimm dieses Rezept und sammle die Zutaten im Wald. Oh, und Lymphe, ihr solltet euch beeilen, sonst könnte Lumphine etwas blauer sein als sonst. Dieser verlumpfte Lumpfmörder. Hirnilumpf, bitte sag mir, dass du einen Plan hast, unsere Frau Königin zu retten. Allerdings, ich habe den heldenhaft aussehenden Fremdling losgeschickt, um Reagenzien für Gurgelrotz Pilzverbesserungstrank zu sammeln. Wenn sich meine Theorie als richtig erweist, sollte uns das dabei helfen, das verbarrikadierte Dorftor zu umgehen. Triff mich in der Operationsbasis außerhalb des Dorfes, wenn du fertig bist. Okay. Ich soll Dinge sammeln. Pass auf deinen Hintern auf. Gurgelrotz Lieblingskrabbe Asabel wurde in der Gegend gesichtet. Nein! Du Monster! Warum? Oh, das brauche ich, ja. Hauptsache was Graues mitnehmen. So, das da brauche ich einmal. Krabbenauge. Durch ganz Gelumpfe, ne? Verschnitzen seit Generationen diese Dachpilze, um unsere Häuser zu bauen. So ein bisschen auf die defensive Art. War gerade am Looten, ja? Da war knapp. Da wollte es gerade anrammeln. So, ich wollte hier gucken. Naja, Blitzschaden haben wir nicht. Finde den Zehennagel. Toll. Ein Zehner. Oh, hier ist wieder noch eine. Hier ist noch eine Aufgabe. Da vorne. Ich beiß dir deine hässliche Nase ab. Ich würde gerne nochmal mit dieser Aufgabe da reden. Dass wir die haben. Wanted. Bist du hart genug? Mögt ihr Metal? Blöde Frage. Natürlich mögt ihr Metal, wenn nicht. Also da läuft so eine Art kleiner Bandwettbewerb im Wald, bei dem euer Talent gefragt sein könnte. Für den Metal. Okay, jetzt aber gerade nicht. Wir müssen einen Zehennagel finden. Dieser Zehennagel ist wesentlich wichtiger und bedeutsamer als Metal. Du näherst dich der Höhle des Hasstrolls, der nur als... Ich
Katja bekannt ist. Oh nein, Katja! Katja, der Hasstroll. Hab Teil an diesem Land. Katja, der Hasstroll. Seht, wie die Mächtigen vor mir zerbröckeln. Lymphe, ich habe die notwendigen Zutaten erlangt. Großartig. Triff dich mit dem alten Lumpf und mir im vorgeschobenen Lager. Der Kessel ist vorbereitet. Ich halte den Kessel weiter am Kochen und blubbern. Mhm. Ist ja lumpftastisch. Ekligen blauen Lymphe. Gutes Timing, Fremdling. Wir kriegen Besuch. Seid auf der Hut, Leute. Das sind nicht mehr eure Brüder. Haltet euch nicht zurück. Ich mag alt sein, kann aber immer noch kräftig töten. Ich brenne. Widerliches Ungeziefer. Mal gucken, ob ich noch looten kann, ja? Alter Mann. Presto Lumpho, Viola. Fertig. Ein Pilzverbesserungstrank. Kochend heiß und so frisch wie möglich. Wunderbar. Ich habe den Annäherungswinkel und die Geschwindigkeit der kombinierten Vektoren berechnet. Die Anwendung des Trankes auf diesen Pilz hier wird zu einem ganz erstaunlichen Ritt führen. Das sollte dich in die optimale Position bringen, um das Tor für den Rest von uns zu öffnen. Und jetzt fangt an zu springen, Leute! Nun, doink! Heiliger Strohlumpf! Es hat geklappt! Jetzt macht das Tor auf, damit wir dir helfen können! Warte, ich hüpfe noch. Wo mache ich denn das Tor auf? Ach so, direkt hier. Los, unsere Zeit wird knapp. Na los, Männer. Wir müssen unsere Heimat zurückerobern und meine Frau Königin finden. Warum? Was willst du denn mit der? Oh, wir sind Level up. Nice. Warte, wir hören ihn gleich weiter zu. Ich muss erst skillen. Abklingzeit ist immer gut. Ich gehe noch weiter auf Abklingzeit. Halt. Entschuldigung. Wir können aber immer noch keine Kette tragen. Mach dir keine Sorgen, Schatz. Wir sind gleich da. Wo denn? Halte mir die Blauen vom Leib. Ich? Warum ich immer? Meine Frau Königin nicht hängen. Mehr! Ich will mehr! Dammte Lymphe. Haben wir es geschafft? Gütiger Himmel, du hast es geschafft. Alter Lump, rede mit mir. Bleib zurück. Ich kann es. Nein.
Zeit für unseren ersten und letzten Vater-Tochter-Tanz. Da unten bist du. Endlich ist er runter. Doch nicht. Der Boden bricht auf. Ich glaube, der backt so ein bisschen fest, kann das sein? Berserker, Grabsprosskraft. Ich war gerade am Lesen, Schlumpfine. Es tut mir leid. Ich habe dir gar nicht zugehört. Was war? Jetzt, wo Gurgelrotz tot ist und der verdorbene Kristall gereinigt wurde, können wir Lymphe endlich anfangen, unser Leben wieder aufzubauen. Es ist eine Schande, dass der alte Lumpf das nicht mehr erleben wird. Die Trüffeljagd wird ohne ihn nicht mehr dieselbe sein. Aber du hast uns heute einen großen Gefallen getan. Ich kann dir gar nicht genug danken, aber ich hoffe, das hier reicht.